Wieso ist denn mein Tab jetzt weg? Ich wollte hier die Bombe für meinen Tab haben. Wieso war denn das jetzt weg? Wer hat denn das jetzt weggemacht? Ist ja total nervig. Also war wahrscheinlich ich, aber ich verstehe nicht wann und warum. So. Dann schauen wir doch mal hier wieder in unser Inventar, was wir da haben. Einen unidentifizierten Ring, den wir natürlich identifizieren wollen und... Ach, ein Polearm, komm, den verkaufen wir einfach. Ist ja egal. Gut, 1% Magic Find. Nee, das brauche ich nicht, das kann der haben. Und, ja, ich habe 3, komm. Wir geben uns mehr Gesundheit und diesen Magic Find geben wir ihm. Du kannst weg. Handschuhe habe ich bessere, du kannst weg. Lederschultern habe ich bessere, du kannst weg. Handschuhe habe ich bessere, du kannst weg. Ein Gürtel habe ich einen besseren, der kann weg. Die können auch weg. Und die Klamotte 7, die kann dann auch weg. So, diese geheimen Level, die sind natürlich super. Weil die dann einfach wesentlich mehr bringen. Komme ich da nicht durch? Nee, da ist... Ah, da ist eine Lore im Weg. Das habe ich gar nicht so gesehen. Was ich mir wünschen würde, wäre so ein bisschen eine transparente Durchsicht von diesen... Du, so, umschalten. Ich will dich umschalten können. Gut, Lederstiefel. So, so, so. So. Hier wird erstmal eine Menge Geld eingesammelt. Und dann eine Identitätsrolle und Lederzeug. So, das kann ich eigentlich mal wieder meinem Tier alles geben. Weil... Lederstiefel. Die sind besser. Was habe ich denn da? Die haben zwei Sockets. Die sind besser und geben mir 2%... Oh ja. Ah. Eisresistenz und 2x Dex. Das wäre super. So, dann mache ich das doch so. Hau dich da rein. Und Eisresistenz oder schnellerer Angriff. Ich glaube, ich bräuchte den schnelleren Angriff. Dann kann ich dich nämlich nehmen und hier verkaufen. Oder gibst du mir irgendwas Besseres? Plus 2 Dex. Ja, das habe ich mir ja gerade gegeben. 3... Oh. Also ich finde mehr Gold, das wäre natürlich toll. Und ich hätte mehr Gesundheit. Auf der anderen Seite, was soll das jetzt? So, den brauche ich auch nicht mehr. Und die Kappe brauche ich auch nicht. Und die Lederweste und die Lederschultern. Was habe ich denn hier? Eiswiderstand. Na ja, gut, egal. So, wie gesagt, ganz am Anfang haben wir immer noch eine Stelle, wo wir zurückgehen können und auch wollen, weil wir da natürlich Leute finden wollen. So, hier, hopp. Ah, okay. Sind schon alle hinüber. Da haben wir Gold, da haben wir Gold, du bist auch hinüber, zack. Da ist Mana, da ist eine Lederkappe, da ist Mana, da unten gibt es nichts. Da ist ein Fass. Geht's da oben weiter? Nö, da oben sieht es nicht so aus, als ob es da weitergeht. Da ist ein Tisch. Ach komm, stirb. Patsch. Tack, tack, tack. Ich nehme mir ein paar Rollen mit. Oh. Da ist Gold. Da gehen wir mal nach oben.
Und hier diesen Patsch. Und Patsch. So. Upsale. Es waren ein bisschen zu viele jetzt gerade. So. Oh, ein grüner Gegenstand. Zack. Hier oben geht's rein. Da gibt's hier eine Menge Gold. Und eine Kiste. Das finde ich schön. Schön, schön. Eine Kiste. Unidentifizierter Ring. Und eine Mana-Ausrüstung. So, dann laufen wir hier noch ein bisschen rum. Oh, da gibt's ein Fass, das wir in die Luft jagen wollen. Upsale, mein Hund. Das war so nicht wirklich beabsichtigt. Okay, hier komme ich auch nicht wirklich durch. Da hinten wäre ich wahrscheinlich da durchgekommen. Was gibt's denn hier jetzt eigentlich noch? Ich habe schon wieder Rangpunkte. Was ist denn das da? Oh. Oh. Aber wir machen erstmal den da. Kritische Treffer sind immer gut. Habe ich hier noch? Oh ja, da habe ich auch noch was. So, zack, zack. 1, 2, 3. Ich weiß, es ist ein bisschen stupide, aber es ist jetzt halt so. So machen wir das jetzt halt mal. Wenn man so ein Rollenspiel nicht kennt, nicht wirklich richtig und nicht weiß, was einem was bringt, dann ist es eh erstmal für einen Eimer. Gut. Da oben gibt's noch etwas, wo ich eigentlich hinwollen würde. Ich will eigentlich da oben... Also ich gehe jetzt mal zurück, weil wir sind da... Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber da hinten gab es einfach eine Tür, durch die wir durch sind. Ohne da durch zu sein. Also, die wir geöffnet haben, ohne durchzugehen. Deswegen muss ich jetzt einfach komplett zurück. Das tut mir jetzt einfach leid. Aber ich bin halt einfach so ein Mensch, der 100%... Oh, Gold vergessen. Hat sich schon gelohnt. So... Wie gesagt, hier oben gab es ja eine Tür. Und durch die Tür sind wir eigentlich durchgelaufen. Da möchte ich eigentlich auch durchgehen. Wahrscheinlich... Oh, da habe ich auch noch was liegen. Ah, nee. Treppen nach oben. Okay. Da habe ich wahrscheinlich auch nur... So. Machen wir dich mal auf. Und Patsch, Patsch. Gewöhnliche Klinge. Okay. Ein bisschen Gold halt natürlich. Um zu sagen, nicht wenig. Eine Truhe. Zack, 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 zack. Einen schönen Bogen. Und dann wird es mal wieder Zeit, hier ein bisschen zu identifizieren. Zack, zack. Und dich. So. Also dich brauche ich auf jeden Fall nicht. Dich brauche ich auch auf jeden Fall nicht. Wie schaut's mit dir aus? 5. Die wechsle ich auf jeden Fall. Dann kann ich die da rein tun. Socket habe ich hier keinen. 4. Okay, Hast lernen wir. Und Feuerball lernen wir. So. Hast lernen wir und Feuerball lernen wir. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut, was haben wir denn hier für einen Ring? Oh, schnellerer Cast plus 39 Gesundheit. Ja, das geht eigentlich so. Was habe ich denn hier? Gesundheit und Eisresistenz. Da bin ich doch fast versucht hier zu sagen. Weil ich momentan nicht weiß, wie sehr ich Eisresistenz bräuchte. 4. Da kann ich natürlich noch Sockets reinhauen. 60. 7% schnellerer Angriff. Und 40. Und Giftschaden. Nee, den brauche ich nicht. So, dann kann mein Hund jetzt eigentlich mal abdüsen. Und bei dir weiß ich es noch nicht so wirklich. So. Ah, ich könnte mal ein bisschen Mana benutzen. Genau.
Und Gesundheit könnte ich auch mal benutzen. Kommen ja auch mal eine Gesundheit rein. Gut, dann gehen wir wieder zurück. War jetzt natürlich ein doofer Ausflug ein bisschen. Weil hätte ich es gleich gemacht, dann wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen. Dann hätte ich jetzt hier nicht diese komische Sache machen müssen. Hätte ich jetzt hier nicht erstmal 15 Millionen. Your pet has returned. Super. Super. Also die Zeiten von dem Viech, die sind echt inzwischen. Ich finde es übrigens witzig, dass du in diesem Fischloch Stiefel kriegen kannst. Jetzt habe ich es gerade wieder gesehen. Da oben. Und ich finde es einfach lustig, dass man da auch Stiefel angeln kann. So, gut. Die Karte ist linear. Man muss halt eigentlich nur durchlaufen. Und es ist halt, ja, mea culpa, dass ich da vorher nicht einfach darunter gegangen bin und dann die andere Seite. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen, eben als mir aufgefallen ist, dass es da ja eigentlich weitergehen wird. Höchstwahrscheinlich. So, da hinten, da ist Sackgasse, ne? Genau, da ist die Sackgasse, da ist dieses Loch gewesen, da war auch Sackgasse. Wunderbar. Dann. Wunderbar. Tür. Nächster Raum. Was gibt's da unten? Sieht schon mal schick aus, muss ich sagen. Da sehe ich schon richtig, wie die Leute da ums Eck kommen. Fass und Fass. Okay. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Hahaha. Und du stirb. Und du stirb. Und du stirb. Dankeschön. Da gibt es dann auch noch ein Fass. Du kannst auch noch sterben. Hoffentlich. Nee, das wird dann nicht funktionieren. Das heißt, wir gehen erstmal hier regulär runter. Und begegnen dann den Gegnern regulär. Na toll. Okay. Gehen wir also hier runter. Zack. Zack. Du stirbst. Du stirbst. Also ich muss schon sagen. Oh. Lederschultern. Ah, warte mal. Pam. Das ist ja toll. Das ist ja noch viel toller. Okay, der ist hinüber. Da haben wir wieder einen Holzhammer. So, den Holzhammer, den brauchen wir ja eh überhaupt gar nicht. Den kann ich meinem Hund geben. Zack. Dich will ich natürlich identifizieren. Und wenn wir jetzt eh gerade. Poison. Nö, eigentlich. Nö, eigentlich nicht. Oder? Poison. Reflect a missile of damage. Naja. Also eigentlich nicht. So, mach ich dich mal dahin. Mach ich dich mal dahin. Ich schau dich nochmal an. 44. Ja, eigentlich brauche ich den auch nicht. 44. Nee. Nee, komm weg damit. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Eiswiderstand. Mein Tier hat schon ein bisschen was. Alles klar. So, Inventar. Gehen wir hier regulär weiter. Wunderbar. Genau, das ist das Tolle, wenn man eben von irgendwo unten kommt. Oh. So, hier hinten geht's weiter. Da ist Gold. Die Mana. Der Mana-Trank. Wo ist denn hier jetzt eigentlich? Ah, da. So. Fass wollen wir aufmachen.
dem fast den Boden ausschlagen und schauen, was drin ist. Okay, das war jetzt natürlich für die Tonne. Super. Da gibt es wieder Gold. Wie sieht es eigentlich kartentechnisch aus? Ich finde, es wäre hilfreich, wenn man eine richtige Karte hätte, in die man auch gucken könnte. Aber es ist natürlich klar, dass man nicht in der Gegend rumrennen kann und kämpfen und dann Karten haben. So, bevor wir hier jetzt planlos in der Gegend weiterrennen. Auf Wiedersehen. Okay. Auf Wiedersehen. Da war die Geschichte. Da kommen wir natürlich da unten noch später hin. Ja, da kommen wir einfach später hin. Ich finde das schön, wie die Loren da immer im Weg rumstehen. Auf Wiedersehen. So. Komm, hier. Patsch. Patsch. Da unten ist noch Gold, das wir mitnehmen wollen. Da ist noch Gold, das wir mitnehmen wollen. So, dann nehmen wir hier noch Gold mit und dann gehen wir hier wieder zurück. Nehmen den Typ noch mit. Da ist noch ein Fass. So, also in diese Menschenmengen ist das quasi das da das Beste, was ich machen kann. Und da unten, tack. So. Fass mitnehmen, Gold einsammeln, dich umbringen und dich umbringen. Und dann haben wir die Geschichte auch erledigt. So, wie viel Gesundheit habe ich noch? Och, ich habe noch genug. Alles klar. Gut, dann können wir regulär an unserem Weg weitergehen. Dann noch ein Fass erledigen. Ein Fass erlegen, genau.